Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Video möchten wir Ihnen den Bewilligungsbescheid des Antragsjahres 2023 erläutern. Die flächenbezogenen Direktzahlungen wurden in der Förderregion Niedersachsen, Bremen und Hamburg kurz vor Weihnachten 2023 bewilligt und ausgezahlt. Konkret geht es dabei um die Einkommensgrundstützung für Nachhaltigkeit, abgekürzt mit EGS, die ergänzende Umverteilungsgrundstützung, abgekürzt mit UGS, die Einkommensstützung für Junglandwirtinnen und Junglandwirte, abgekürzt mit JES, sowie um die neuen Ökoregelungen, abgekürzt mit ÖR. Im ersten Quartal 2024 werden weitere Bewilligungen und Auszahlungen erfolgen. Hierbei geht es um die noch nicht beschiedenen Anträge auf Direktzahlungen, inklusive der gekoppelten Tierprämien für Mutterkühe sowie Schafe und Ziegen, als auch um die Sommerweideprämie. Auch die Auszahlung der Anträge auf Agrar- und Umweltmaßnahmen erfolgt erst im Frühjahr 2024. Wichtig ist, dass Sie Ihren Bewilligungsbescheid kontrollieren. Dies geht am besten, wenn Sie Ihren Betriebsspiegel aus dem Antragsjahr 2023 zu Hilfe nehmen. Diesen können Sie jederzeit im Anti-Antragsprogramm mit Ihrer Betriebsnummer und Ihrem Passwort einsehen. Im weiteren Verlauf des Bescheides und insbesondere in den Anlagen werden Sie viele Abkürzungen finden. Um diese als ungeübter Leser verstehen zu können, nutzen Sie bitte die Legende 2023. Mit dem Webcode aus der Fußnote Ihres Bescheides finden Sie den Artikel auf der Homepage der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Wenn Sie den Bewilligungsbescheid nachvollziehen, dann finden Sie gegebenenfalls einen ersten Anhaltspunkt zu Abweichungen bereits im eigentlichen Anschreiben. Bei unserem Herrn Mustermann wurde ein Konditionalitätsverstoß festgestellt, der zu einer Verwaltungssanktion geführt hat. Die dazugehörige Verwaltungssanktion finden Sie in der Anlage Verwaltungssanktionen aufgrund von Verstößen gegen die Konditionalitätsvorschriften. Hinter dem Begriff Konditionalität verbergen sich die neuen GLÖT-Standards 1 bis 9 und die aus der Vergangenheit bereits bekannten CC-Vorschriften. Nun können Sie Ihren Bescheid mit Hilfe der weiteren Anlagen kontrollieren. Nehmen Sie sich dabei unseren Ratschlag zu Herzen und nutzen Sie die Legende 2023, um die vielen Abkürzungen zu verstehen. Schlagen Sie die Anlage Flächen- und Beihilfeberechnung 2023 auf. Diese Übersicht dient dem Gesamtüberblick. Passt die Flächensumme, also die Gesamthektaranzahl, zu der von Ihnen gemeldeten Summe bei Antragsabgabe? Gibt es Unterschiede zwischen der angemeldeten und der festgestellten Fläche? Gab es vielleicht Sanktionen? Dann ist es interessant, im Weiteren schlagbezogen zu kontrollieren. Danach schauen Sie sich die einzelnen Schläge genauer an. Die dazugehörigen Flächenkürzungstabelle mit und ohne Sanktionen finden Sie ebenfalls angehängt. Die jeweiligen Kürzungen haben Auswirkungen auf die einzelnen Prämienbestandteile, die Sie aus der letzten Spalte ablesen können. Falls Sie Unstimmigkeiten in Ihrem Bewilligungsbescheid feststellen, so können Sie das Vorverfahren nutzen. Schauen Sie hierzu bitte unter dem Punkt Rechtsbehelfsbelehrung. Das Wort Vorverfahren meint im Bereich der allgemeinen Verwaltung das Widerspruchsverfahren, und zwar ein Verfahren, bei dem eine Behörde eine von ihr getroffene Entscheidung noch einmal überprüft, bevor es zu einem gerichtlichen Verfahren kommt. Bedenken Sie, dass es bei Ablehnung des Widerspruchsverfahrens zu einem Gebührenbescheid kommt. Legen Sie also nur Widerspruch ein, wenn Ihr Bescheid tatsächlich fehlerbehaftet ist. Kontaktieren Sie gerne vorab die zuständige Bewilligungsstelle.